MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Beziehungsweise erst viel zu spät. Ja, schwedische Büsche sind echt hart. Die bremsen den LKW. Ja, wartet mal. Wo seid denn ihr? Karlskrona. Genau. Ja, okay. Wieso? Du auch, oder was? Ja, ich brauche noch ganz kurz. Ich habe so hin und wieder eine Motorfehlfunktion. Ach so. AKA alle 100 Meter. Karlskrona ist eine Werkstatt. Ja, ich weiß. Die brauche ich jetzt auch. Das ist sinnvoll. Ich rufe schon mal an. Hoffst du, dass du es aus eigener Kraft schaffst, oder? Ja. Hin und wieder geht er noch an. Ich rolle auch nur 60. Dann wacht im... Achso, nee, du kannst abladen. Wir sind ja schon da. Dann fahr ich auch zur Werkstatt. Komm, roll weiter. Aua, Zebrastreifenschild. Ja. Wir treffen uns... Gerds Lampe. 100 Euro, dass es Gerds Lampe war. Ich enthalte mich einfach bei der Stimme. Das ist nicht wahr. Doch. Wir treffen uns an der Werkstatt, ne? Würde ich sagen. Warum macht ihr diesen Scheiß heute? Ist dir eventuell gerade das Licht ausgegangen, Gerd? Nein, sie leuchtet noch. Und es ging ihm ein Licht aus. Ja, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Stimmt allerdings, ja. Hammer, wir sind mal zu lachen, mein Gott. Da warten wir mal auf der anderen, nee, ne? Weißt du Bescheid? Ja, ich warte an der Werkstatt. Ja, ich komme auch zur Werkstatt. Nö, ich stehe im Kreisverkehr. Da stehst du gut an, ne? Im Kreisverkehr ist immer toll. Da freut sich jeder andere. Stell mal meine Lampe wieder auf. Ist eine gute Idee, Gerd. Mach da denn's. So, Feststellbremse rein und dann warten wir mal. 110 Kilometer noch. Theorie. Ist ja nicht so, als würde Andi einfach mitten im Weg stehen. Nein. Ist genug Platz, kommt jeder rum vorbei. Okay, hier ist keine Werkstatt, aber eine Garage. Hä? Ja, wo ist das? Ach, ich hab mir doch hier in der Garage. Keine Werkstatt. Ich hab mir doch hier in der Garage gekauft. Ich fahr mal zur Werkstatt, ne? So. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Alles klar, jetzt bin ich meine Fracht auch los. Lalalalalalalala. Ba, ba, bam. Wie Andi parkt, ne? Das ist der Hammer. Da im Kreisverkehr? Ja. Mhm. Mitten auf der Insel steht er. So. Lampe die dritte. Jetzt habe ich mich auch noch verfahren auf dem Weg zur Werkstatt. Ich habe noch 127.000 repariert, ja. Weil das Ding war fast völlig fritte. Moment, Moment. Gucken. Ah, der ist vorbeigekommen, ist ja langweilig. Ja, ich habe Andi nur ein bisschen gedreht. Zeigt er mir an, ich muss wieder zurück nach Böx hier. Was soll denn der Blödsinn? Weil du wahrscheinlich da einen Pfeil gesetzt hast. Nein. Yeah. Der Nick hat Spaß in den Backen. Ja. Oh, Mario. Fährt die Pfeife gegen die Laterne. Ja, ich würde gern zur Werkstatt. Vor allen Dingen soll ich vorausfahren, ja? Eine Fracht, Topfpflanzen, 3 Tonnen. Ich habe gar keine Fracht angenommen. Einfach ignorieren.
Ja, ich habe das jetzt abgebrochen. Oder so. Ja, guckst du. Aber das Geile ist, ich habe den Andi wirklich hinten ganz leicht am Gigaliner erwischt. Das hat sich angehört, als hätte er Porzellan geladen. Ja. Also so, als wäre da mal Porzellan drin gewesen. So ungefähr, ja. Ja. Kalmar, wo müssen wir denn da hin? Ja, Andi, Kalmar, wo musst du da hin? Zur Non-Food, ne? Ja, glaub schon. Ich glaube schon. Ich könnte, praktisch gegenüber ist eine Garage. Das ist praktisch. Ich könnte jetzt Schnellreise machen. Ich habe da eine Garage. Zählt nicht. Ach. Lass mich fahren jetzt. Hab das schon wieder eilig. Ja. Bis ich in Bewegung komme hier. Das könnte ein bisschen dauern, ja. Könnte und ein bisschen ist gut. Jetzt habe ich schon wieder eine Motorfehlfunktion. Warst du gerade erst in der Werkstatt? Ja, ich weiß. Ich war auch gerade schon wieder bei Andi. Das ist das Problem. Aha. Shit, ich habe mir mein Navi gar nicht eingestellt. Den kriegen wir. Synchron rückwärts fahren. Oh. Fahr vor, den holen wir uns, den Penner. Ja, der ist da vorne noch. Guck mal, wie der da rumschleicht. Ach, der eiert ja. Der krepelt schon wieder. Kann man gar nicht fahren nennen. Wisst ihr, deswegen sind Gigaliner auf deutschen Straßen noch nicht komplett zugelassen. Wegen Leuten wie Andi. Arschloch. Ja, ich bin vor ihm. Er versucht ja an mir vorbeizukommen. Ja, ja, er versucht mich abzudrängen, das ist alles. Ja, er wollte an mir vorbei, deswegen. Und hat mich abgedrängt. Lalalalalala. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Alter! Oh. Was war das denn? Ich hab. Wartet mal gerade ganz kurz hier. Wie bin ich denn da durch die Luft geflogen? Ja, Andi hat dich Ich mach mal ein Bild. Andi hat dich geschubst und ich hab dich von hinten aufgebockt. Schawein. Ja, Moment, ich muss mal ein Bild machen hier. Nick, musst du dich zurücksetzen? Nee. Gut, ich komm mit. Ja, Gerd und Andi können ja so lange warten. Ja, weil mein Motor, ich habe zwar noch ein bisschen was über, aber das leuchtet schon gelb, das ist nicht gut. Jetzt fährt er mir, wer ist denn da gerade mir in den Weg gefahren? Ich nicht. Gerd, bist du das? Ja. Oh. Du liegst voll auf der Seite. Habe ich doch kein Bild gemacht, aber war jetzt eh nicht so großartig. So, ich komme gleich wieder. Ich komme wieder, keine Frage. Oh, ich habe eine Motorfehlfunktion, wo kommt die denn her? Ja, kann ich dir erklären, willst du? War du da jetzt schon um die Ecke rum, oder wie? Ja, aber ich fahre langsam, ich warte. Ich habe nur 20% Schaden. Ja, ihr könnt mal da warten einfach. Ich muss ja eh erstmal drehen. Andi, ziehst du mal ein Stück vor? Ja. Drehen können. Reicht. So, Nick, auf ein neues, ne? Mit dem Krepelhans da. Ja, aber ich konnte auch nicht mehr bremsen, dann habe ich den Nick aufgebockt, deswegen ist der Nick dann umgefallen. Na, da kann man schon mal langsam weiterrollen. Erstmal. Aber Nick, wenigstens wissen wir jetzt, wo wir links rum mussten. Ja. Ja, Andi schleicht langsam von dannen. Haha. Ha, ich rolle. Dreckige Schiff. Du hässliche Otze.
Ich fahr 30 km/h, wo seid ihr? Auf dem Weg. Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2. Hallo, unbekannter Nummer 1. Der fehlt nur der Mario. Der hat's wieder verfahren. Nö. Ich glaube, der Nick hat das gleiche vor, was ich vorhabe. Was hast du denn vor? Hallo Andi, tschüss Andi. Hallo, hallo, hallo. Das nicht. Was hast du denn vor? Das. Ha. Game of Chicken. Hä, was macht ihr? Seid ihr behindert? Aber komm, Nick, es war eine coole Landung. Ja, das stimmt. Alter. Dann dreht er doch lieber ab. Ah, ich hänge in der Tankstelle fest. Jetzt nicht mehr. Da vorne an der Ecke ist eine gefährliche Kollision. Die habe ich auch mitgenommen. Ich dachte aber echt kurz, du kippst. Ich habe mich schon auf der Seite liegen sehen. Ach, diese kleine Kollision da, ja. Ja, vorne, die Leitplanke, die da aus dem Boden kommt oder was das da ist. Ja, ja, die Leitplanke. Volles Fund mitgenommen. Das kann man beim Nick in der Aufnahme gut sehen, glaube ich. Ja, das habe ich. Ich habe sogar, glaube ich, nach hinten geguckt in dem Moment. Aus dem Fenster raus. Mhm. Das konnte man richtig schön beobachten. Machen wir jetzt Jagd auf Andi oder was? Von mir aus? Er ist der Einzige im Fracht. Tja, Andi, heizen. Ich heiz ja schon. Ja, also ich gebe noch nicht. Also ich kann noch ein paar Karma. Muss erstmal wieder an euch rankommen. Ach, da vorne. Lalalalalalalalala. Mario, ich zieh rechts rüber, Vorsicht. Gerd? Ja. Alte Seite. Ja, auch schon gemerkt. Darum sag ich doch, ich zieh rechts rüber, Vorsicht. Denk mir gerade so, wo kommt denn der Punkt? Ja, den kennst du doch. Oh, jetzt krepelt der Depp da vor mir und ich komm nicht an dem vorbei. Ich komm auch an. Ja, 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 ja. Alter. Alter. Wer ist denn da gerade so abgeflogen? Alter. Gerd, hast du da gerade den Abflug gemacht? Wieso? Ich stehe hier vor dir. Ja. Wer hat denn da den Abflug gemacht? Der Nick? Wie geil Andi sich gedreht hat. Da ist nicht nur Motor-Fehlfunktion. Ich habe in dem Moment, wo die Leitplanke aufhörte, bei 150 das Lenkrad nur noch rumgerissen. Ich bin auch ganz... Andi ist voll in dich reingefahren und direkt stehen geblieben und ich ras da mit 100 oder 120 hinterher. Ich bin noch ganz knapp an Andi vorbeigekommen. Ja, für mich gab es keine Chance mehr. Konntest du komplett vergessen. Der ich hing denn direkt hinten. Ich sah nur noch rote Lichter. Komm, wir lassen Andi mal vor. So. Komm, geh nochmal an, Auto. Komm, du rollst weiter. Du rollst, du Sau. Wir sind ja jetzt auch da. Ja, ja. Ja, ja, das war im Prinzip auch die letzte wohin Chance. Denn? Ich weiß es überhaupt nicht. Na, ich glaube, ich muss mich zurücksetzen. Oh, na, komm. Soll ich mal versuchen, dich zu schieben? Oh. Ja. Komm. Ne, ich stehe. Ich glaube, jetzt kriege ich die Karre auch nicht mehr an. 92%. Ich habe 100. Ich habe jetzt den Rest gegeben. Nick, soll ich dich schieben? Nee, ich habe mich jetzt schon zurücksetzen lassen. Dann einmal. Nach Karlskrona? Ja. Der ist ja direkt hier. Ja. Genau, ist er umgekehrt. Ich habe auch eine Motorfehlzündung.
Bin ich der Einzige? 147.000. Bin ich der Einzige? Der fahrend, nach Kalmar, ja nicht Karlskrona, Kalmar. Bin ich der Einzige, der fahrend ankommt? Ja. Wow. Bei der Aktion gerade. Ja. Ja. Du kannst froh sein, als Letzter gefahren zu sein. So, jetzt aber ich hätte damit gerechnet, den Andi da voll mit. Eigentlich auf die Seite zu legen. Ja, ich glaube, der Andi hatte auch was anderes vor, mit dir so wieder rübergezogen ist. Aber der hat sich ja komplett gedreht in der Luft. Ja, wow, Andi. Ich glaube, du hängst kommst fest, du nicht mehr weg. Ja, das glaube ich auch. Muss ich nochmal in die Werkstatt setzen. Selbes Problem wie du, Gerd, ne? Ja, der Seitenrahmenschutz. Kommst nicht weg. Der hängt in dem Absperrgitter. Andi, du bist ein Idiot. Ja. Ja, hör mal, ich kann das. Ja, das merkt man. Lalalala. Ah, scheiße. Schon noch Collision. Jetzt habe ich gedacht, ich gebe dir noch mal so einen Schubs, dass du da wegkommst, aber nö. Non-Collision. Fährt durch mich. Fährt durch Andi durch und gegen mich, ich weiß. Der Nick! Andi, fahr doch! Fahr doch! Andi, fahr doch! Was macht ihr da? Knutschen. Andi fährt nicht, ich weiß auch nicht. Wieder, schon wieder am Schaukeln ist da. Schön, Gerd. Andi, fahr doch. So, die Schilder braucht keiner mehr. Cool, bei mir stehen die noch. Bei mir fährst du einfach nur durch die durch. Ja, das ist leider nicht synchron. Dieser Weg wird steinig und schwer. Andi, fahr doch. Oh, stehe ich im Weg? So nach dem Motto, zu gleich. Na komm, lass ihn rein. Komm. Oh. Ich stehe hinter dir. Andi, hier ist die Einfahrt, da musst du... Ah ne, doch. Andi falsch. Ja, Andi falsch. Andi geht Garage kaufen. Mit dem Giga-Liner, der ist doch bescheuert. Man kann den ja auch nicht erst abkoppeln und dann dahin fahren. Nein. Nein. Das wäre viel zu einfach. Und bumm. Nee, doch nicht. Oh. Ja. Ja, so geht's auch. So, und nun? Wohin? Ich würde sagen, wir verabschieden uns bei Andi an der Firma. Alles klar. Oh, da steht Andi.
Ja, ich glaube, der kommt da irgendwie nicht rein. Oh, doch. Ja, dann fahren wir hier auf den Firmenparkplatz. Andi müsste doch da stehen jetzt gleich, ne? Eventuell. Bling! Ja, ich stehe schon. Oder? Ja, ich stehe. Hier ist keine No-Collision-Zone. Oder? Ah doch, ich habe nur ausgeblendet. Stimmt. Wo stellen wir uns denn hin? Auf den Hof. Alter. Also ich stehe. Ja. Motoren aus. Genau, gleich noch mal wild machen. Rückwärtsgänge raus. Später. Wer kommt denn da noch? Achso, irgendeiner. Also. Ja, in diesem Sinne ist der ETS-Konvoi beendet. Wir haben fertig. Jetzt doch noch 2,5 Stunden. Genau, wir haben Schweden fertig. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Meinung, vielleicht auch mal Ideen, Routenvorschläge, Strecken, Länder, die ihr nochmal gerne sehen wollt im Multiplayer. Bedenkt bitte, alles, was mit Promods zu tun hat, funktioniert im Multiplayer nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal und sagen tschüss, bye bye, winke winke und tschüss. Tschüss. Tschüss.